Was geht ab, Manu Z-Fighter Osaru hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Und ihr erinnert euch sicherlich noch an den LR Genki Dama Goku. Lasst mir euch was zeigen. Lalala, how to obtain, wie bekommt man ihn? 1000 Tage Login. Ja Leute, schaut euch das Bild hier mal an. Das Bild kam auf Dokkan Reddit hoch. Und tatsächlich wird es so sein, dass man ihn bekommt, wenn man sich 1000 Tage lang in Dokkan Battle eingeloggt hat. Bevor ihr sagt, ey, das Bild ist fake und so weiter und so fort. Vorsicht Leute, das ist ja ein Bild von der japanischen Version. Und in Japan wird, wie wir vermutet haben, am 23. Oktober das Spiel 1000 Tage lang online gewesen sein. Beziehungsweise online sein. Und in Japan gibt es sicherlich den ein oder anderen, der das Spiel seit Anfang an, seit Release gespielt hat, seit Anfang an sich eingeloggt hat. Denn in Japan haben solche Spiele einen viel höheren Stellenwert. Denn da geht es komplett ums Sammeln, Sammelfieber, dass sie wirklich alles haben und da machen sie wirklich keinen Spaß und verpassen da auch nichts. Das kam, wie gesagt, von einem japanischen Spieler hoch auf Dokkan Reddit. Shoutout an ihn. Und zwar wird das wahrscheinlich wirklich so sein, es ist schon fix, dass LR Goku zu 1000 Tage Login-Bonus sein wird, in Japan. In Globe sind wir noch lange weit von den 1000 Tagen entfernt, weil wir haben ja eine Release-Lücke von 6 Monaten war das. 6 Monate später, ein halbes Jahr später, kam Dokkan Battle in Global raus. Ich habe auch den ein oder anderen Tag mal verpennt, nicht reingeguckt, weil ich wütend mit dem Spiel war, nicht gezogen habe und so weiter und so fort. Ich bin, glaube ich, jetzt bei so 600 Login-Tagen, heißt es, bei mir wird das auch noch mehr als ein Jahr dauern. Ist bei jedem jetzt anders. Für die anderen ist es total RIP, für die anderen nicht. Die werden es dann zu 1000 Tagen bekommen. Aber ist überhaupt Sinn? Macht das Sinn, so eine Karte für 1000 Tage einzusetzen? Nun gut, wir wissen ja, LR Goku hat kein Shattering the Limit, kein Fierce Battle, keine Vorform, kein SR, kein UR. Deswegen war es schon im Prinzip recht, dass man ihn bekommen wird. 1000 Tage für einen LR, Leute, also Hand aufs Herz, jetzt mal alles beiseite gelassen. Wenn wir uns ehrlich sind, ist das schon berechtigt. Auf jeden Fall. Es ist eine LR-Karte, es ist eine sehr, sehr gute LR-Karte. Sein Leader-Skill ist insane. 1000 Tage da anzusetzen, finde ich gut. Ich meine, wenn man Hercool, Mr. Satan, eine Troll-Karte für 777 Tage bekommt, wenn man sich so lange einloggt und so ein Dude bekommt, da sind 1000 Tage von LR schon berechtigt. Auch an sich, Leute, wir reden hier von einer LR-Karte. LR-Karten haben einen ganz anderen Stellenwert. LR-Karten zu bekommen sind an sich sehr schwer. Und dann ein Free-to-Play zu bekommen und dafür, dass man belohnt wird, sich immer eingeloggt zu haben, immer da dran gewesen zu sein, für 1000 Tage finde ich es berechtigt. Klar, 1000 Tage sind wirklich 3 Jahre, ja, knapp 3 Jahre. Schwierig. Schwierig. Also muss man schon dran sein, für die anderen, wie gesagt, wird es RIP sein, für die anderen nicht. Aber Leute, wenn wir uns ehrlich sind, dann ist das schon... Irgendwo kann ich das verstehen, dass man für 1000 Tage so einen guten Charakter bekommt. Ja, vielleicht ändern sie ja was, vielleicht bekommt man in Zukunft noch irgendwie anders, aber so fürs Erste sind 1000 Tage fix. Für die, die es nicht wissen, was kann denn dieser Dude und warum ist er so gut? Also es ist eine LR-Karte, er gibt jedem Typus durch seine Leader-Skill Ki plus 3 auf 4 Attribut 100%, das macht ihn so einzigartig. Mit seiner ersten Ulti macht Kosten Damage, erhöht jeden den Angriff von jedem Charakter, von jedem Verbündeten besser gesagt, um 20% für eine Runde. Seine zweite Ulti macht mega Colossal Damage. Alle Verbündeten bekommen auf den Angriff und die Verteidigung 25% für eine Runde. Er bekommt durch die Passive 77% schon so immer. Und für jeden Orb, den er einsammelt, bekommt er weitere 7% auf den Angriff und auf die Verteidigung. Und er hielt sich um 7777 HP pro Keys, wenn er da einsammelt. Links hier sind Z-Fighter, All in the Family, Experience Fighters, Prepared for Battle, Supreme Power, Saiyan Lineage und Legendary Power. Genau, und hier sehen wir es schon, 1000 Tage Login, Leute, das ist fix, das wissen wir nun. So bekommt man den LR Goku, den LR Genki Dama Goku. Was haltet ihr davon? Lasst mich doch wissen in den Kommentaren auf jeden Fall, auf Twitter auch gerne, auf dem Discord-Server. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Alle, die neu da sind, lasst ein Abo da, Leute. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace, Leute.